Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um den Lidstrich bzw. Eyeliner. Ich habe mir mal gedacht, dass ich ein Video dazu mache, wie man den perfekten Lidstrich-Eyeliner zieht bei jeder Augenform. Also bei runden Augen, bei Schlupflidern, bei auseinanderstehenden Augen. Und habe das mal gefilmt und euch ein paar Tipps dazu gegeben. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Also, wenn ihr Bock auf das Video habt, dann bleibt dran. So, ich würde sagen, wir fangen an. Das ist mein Eyeliner, den ich so immer trage. Also, ich fange vorne an, werde nach außen hin ein bisschen dicker und mache einen kleinen Wing oder einen großen, je nachdem, wie ich Bock habe. Und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Augenformen. Ich habe bei jedem Eyeliner, den ich gezogen habe, den Liquid Ink Eyeliner von Essence benutzt. Ihr könnt aber auch jeglichen anderen Eyeliner benutzen, einen Eyeliner-Stift oder einen Gel-Eyeliner, was ihr wollt. Und ansonsten die Produkte, die ich noch verwendet habe, findet ihr in der Infobox. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. So, fangen wir an mit kleinen Augen. Die Leute, die kleine Augen haben, wollen natürlich, dass ihre Augen größer wirken. Und dafür, wenn ihr einen Eyeliner macht, fangt ihr bei der Mitte des Auges an, also über der Pupille. Und ja, zieht ihn dann nach außen, werdet nach außen hin ein bisschen dicker. Ihr könnt einen kleinen Wing machen, wie ihr wollt, das ist jetzt nicht so relevant. Aber ich würde nicht so einen ganz großen machen. Und um das Auge dann noch zu öffnen, würde ich einen hellen Kajal auf die Wasserlinie machen. Also einen weißen, das muss man gucken, steht nicht jedem. Oder einen hautfarbenen. Und das öffnet halt einfach das Auge nochmal. So, im nächsten Fall habe ich große Augen und runde Augen zusammengenommen, weil ich finde, da gibt es nicht so einen großen Unterschied. Bei großen Augen fängt man innen an mit dem Eyeliner, wird nach außen hin dicker und kann einen Wing machen. Und da ist eigentlich auch egal, wie groß der ist. Und auf der unteren Wasserlinie sollte man einen schwarzen Kajal machen, weil das Auge ein bisschen kleiner macht. Also wenn ihr das wollt, ne? Ich mache es immer, einfach nicht, weil ich das Auge kleiner will, einfach weil ich es schön finde. Könnt ihr dann gucken, wie ihr das möchtet. Und bei runden Augen sollte der Eyeliner also die gleiche Dicke haben und mit Wing sein. Das zieht das Auge halt in die Länge und macht das so mandelförmiger. Und unten sollte möglichst nichts sein, damit es nicht noch kleiner wird. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch am Innenwinkel des Auges einen kleinen Wing machen, also so ägyptisch. Ägyptisch, ist das ein Wort? So wie Kleopatra, also so innen und dann außen. Und das macht das Auge halt mandelförmiger.
zu Schlupflidern. Bei Schlupflidern ist es ganz wichtig, dass es ein sehr, sehr dünner Eyeliner ist. Also bei Schlupflidern ist es halt so, wenn ihr gerade guckt, also ihr merkt, wenn ihr Schlupflider habt, guckt einfach gerade in den Spiegel. Und wenn, hier, das überm Auge, wenn ihr fast nichts mehr vom beweglichen Lid seht, habt ihr Schlupflider. Also ihr seht es auch bei mir, dass ich das auch ein bisschen habe. Also ihr seht von meinem beweglichen Lid, wenn ich so gerade in die Kamera gucke, sieht man kaum noch was. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr einen dünnen Eyelinerstrich zieht, damit man halt noch möglichst viel vom beweglichen Lid seht. War das Deutsch? Ihr wisst schon, was ich meine. Und am besten bei drei Viertel des Auges anfangen. Also halt, ne, hier ungefähr, wo die Wimpern so richtig anfangen. Ja! Auseinanderstehenden Augen, das erklärt sich wahrscheinlich auch von selbst, einfach wenn die weit auseinander stehen. Da ist es wichtig, dass der Eyelinerstrich die gleiche Dicke hat, dass ihr unbedingt am Innenwinkel des Auges anfangt. Den könnt ihr auch gerne irgendwie betonen, auch wenn ihr dann auch so einen kleinen Wing macht oder so, wie ihr wollt. Und es ist wichtig, dass ihr keinen oder keinen großen Wing macht, weil das zieht die Augen halt so optisch auseinander. So, bei eng stehenden Augen ist es natürlich genau das Gegenteil. Ihr fangt mit dem Eyeliner an der Mitte des Auges an und lasst ihn dann nach außen dicker werden. Könnt ruhig einen großen Wing machen, das zieht die Augen auseinander. Und ja, da ist es halt wichtig, dass ihr den Außenwinkel vom Auge betont. Und unten auf der Wasserlinie bzw. am unteren Wimpernkranz könnt ihr auch einen dunklen Kajal machen, aber auch nur bis zur Mitte des Auges. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die kleinen Einblicke ein bisschen gefallen. Ihr konntet irgendwie was davon mitnehmen als Inspiration oder so, falls ihr noch nicht den richtigen Eyelinerstrich für eure Augenform gefunden habt. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt mal mein Video, wie ich meinen Eyeliner ziehe hierhin. Moment, ich habe es gestern noch gelernt. Hierhin verlinke ich es euch. Boah, wenn das jetzt falsch ist, wäre das der herbste Fail. Okay, ich verlinke euch mein Video, wie ich meinen Eyeliner ziehe hierhin.
Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sagt tschüss. Tschüss.